Ja, hallo. Ich habe kürzlich einen Online-Artikel gelesen über den Berufszweig des ITler. Also jetzt mal sehr breit gefasst ITler, ja, Softwareentwicklung, Administration, was auch immer. Und auch so Empfehlungen für die Schulabgänger von heute, die dann zu Beratungsstellen gehen und sich informieren, ob das was für sie wäre und so. Und dann hört man natürlich immer zwei Sachen. Es ist sehr zukunftsträchtig, das heißt, es soll ein sicherer Job für die Zukunft sein und man verdient natürlich auch entsprechend. Ja, da wollte ich mal was zu sagen. Und in dem Zuge möchte ich auch mal auf die Ausbildung eingehen, also auch auf ein Studium und was einem später dann für Möglichkeiten offen stehen und was man eigentlich so in seinem Berufsalltag als ITler, ja, wieder eigentlich viel zu unspezifisch, was da alles auf einen zukommt. Ja. Und vorab möchte ich noch eine kleine Einschränkung machen. Ich kann jetzt nur immer meine Meinung wiedergeben, was ich jetzt in den letzten 10 Jahren in diesem Berufszweig an Erfahrungen gesammelt habe. Ich muss zu sagen, ich bin sehr breit aufgestellt. Ich war anfangs ein ganz normaler Angestellter, wurde später dann zur Führungskraft und werde jetzt ab April Geschäftsführer einer IT-Firma und bin auch schon seit mehreren Jahren selbstständig nebenher. Ja, einfach aus Spaß. Und das ist so quasi der Fokus, den ich ganz Zeit habe. Also ich bin da sehr breit aufgestellt, allerdings eher für kleinere oder mittelständische Firmen. Ja. Also ich kann jetzt schlecht wiedergeben, wie es in Aktiengesellschaften abläuft. Aber ich denke mal, als Einstieg ist es für jeden, der sich darüber informieren will, eigentlich ganz, ganz passabel. So, und ich habe das Ganze in drei Bereiche aufgeteilt. Als erstes geht es mir jetzt um diese Beruf und Berufung. Da möchte ich mal eine wichtige Unterscheidung machen, was man jetzt wahrscheinlich nicht immer von Berufsberatungsstellen hört. Dann im zweiten Teil eben über Ausbildung und die späteren Tätigkeiten als ITler. Und der dritte Punkt, was viele natürlich interessiert, wie sieht es dann mit der eigenen Zukunft aus? Ja, dann viel Spaß.